Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K18, den Karrieremodus. Ja, und das sei gesagt, das ist der erste Part, den ich jetzt mit dem Wissen produziere, sozusagen, dass es auf YouTube kommt. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass ab jetzt die Parts länger werden, weil ich jetzt einen kompletten Tag durchziehen kann, ohne dass ich auf die Zeit achten muss. Und das ist doch schon was Tolles. Und da würde ich jetzt sagen, geht's los hier. Dritte Woche im Dezember 2018. Ja, ich habe im Off, so wie ich das euch schon gesagt habe, habe ich ein paar Moves bearbeitet und so. Weil das wollte ich jetzt nicht machen, wenn ich eine Aufnahme habe. Ich habe, der One Night Stand ist jetzt unser Finisher und ich habe ein paar Signator Moves umgeändert und ja. Okay. So. Kann das sein, dass die Musik... Oder habe ich das wieder zu laut? Na, den brauchen wir nicht ansprechen, das müssen wir ja... Alexander Wolf, ja, ich habe ein bisschen gespielt, jetzt kenne ich auch die Leute. Alexander Wolf, das ist ein Deutscher, das ist ein Dresdner. Das war mir völlig unbewusst. Ja, sprechen wir mal an. Ja, guck, guck. Da ist er, Mann, oh Mann, ich weiß noch, wie ich an deiner Stelle war. Gute Arbeit da draußen, aber bleib bescheiden. Kämpfe weiter um das, woran du glaubst, dann wird es auch wahr werden. Okay, mache ich ja. Ja, ich habe richtig Bock, muss ich sagen, Leute. Ich habe jetzt was überlegt. Und zwar hat uns dieses Spiel, ich weiß nicht, sieht man es? Ich bin ja ein NXT-Champion, Freunde. T-Shirts-Verkäufe hat natürlich überhaupt nichts gebracht. Und zwar sind wir ja jetzt durch, kann man das sehen? Hierauf hast du keinen, wenn du bei nix bist. Fortschritt, Arbeitsziel. Und zwar haben wir ja, Moment, haben wir jetzt das Ding, dass wir, ja, wo könnte ich denn das nochmal angucken? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir ja jetzt, keine Ahnung warum, wir jetzt auf einmal unbeliebt sind. Wir sind also kein Babyface mehr, wir sind ein Heel. Und da habe ich mir gedacht, da ich ja gerne hier die Stufe 1 haben wir. Hiermit kannst du nach Belieben Matches anderer Superstars eingreifen. Okay, aber ich möchte ja gerne das haben. Und zwar, du kannst nun Backstage einen anderen Superstar angreifen, wenn gerade keine Geschichte abläuft. Und das finde ich sehr interessant. Und deswegen müssen wir ein bisschen was Böses jetzt tun. Und da wir sowieso jetzt der Buhmann sind, würde ich sagen, scheiß drauf. Jetzt machen wir einen auf Buhmann. Ich wollte ja erst ganz lieb sein. Einzug für einen Star. Hiermit erhältst du Zugriff auf weitere Möglichkeiten, Einzüge noch besser anzupassen. Ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das können wir dann später irgendwann, wenn wir dann in einer größeren Show sind oder sowas, da passen wir uns das dann an. Aber ich würde jetzt gerne mal dahin arbeiten, dass wir Backstage andere Superstars angreifen können. Ja, würde ich mal machen. Ne? Also wir sind jetzt sowieso der Buhmann. Das hat das Spiel jetzt einfach aus uns gemacht. Und von daher habe ich jetzt gedacht, Nö, das will ich nicht. Da mache ich jetzt weiter so. Das will ich irgendwo schon, aber irgendwo nicht. Hä? Nee, aber da habe ich jetzt gedacht, wir gehen den Weg weiter und machen jetzt voll den Buhmann. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, warum jetzt im Hintergrund auch die Eintrittsmelodien der Leute läuft, ich habe einfach die Musik umgestellt, weil es war bloß fünf Lieder zur Auswahl im Menü. Und das fand ich ja der kleine Schiedsrichter. Ich bin ein großer Fan von deiner Arbeit. Weiter so, Mann. Fand ich ein bisschen langweilig, die 5 Liter die ganze Zeit zu hören. Deswegen habe ich das mit eingeschaltet. Jetzt hört man halt im Hintergrund so ein bisschen noch Einzugsmelodien der einzelnen Suppenstar. Der ist ganz kurz weggebackt. Okay, aber was ich noch dazu sagen will, Revano, der hat weitergespielt. Ich weiß nicht, wie weit. Es könnte jetzt natürlich passieren, dass wir Revano auch im Hintergrund begegnen. Denn er hat weitergespielt im Singleplayer-Modus. Und das heißt natürlich, ja, könnte sein, dass wir ihn wieder treffen. So, ja, sprechen wir mal ihn hier an. So, wie wäre es, wenn wir heute Abend als Team kämpfen, Champ? Nö, da habe ich überhaupt keinen... Bieten wir dem WWU nur ein hübsches Take-Team-Match als Überraschung? Nö. Sorry, geht heute Abend nicht. Ich habe andere Pläne. Auch recht, du weißt ja, wo du mich findest. Wenn du es dir anders überlegst. Okay, ja, genau. Nö, ich will jetzt kein Team. Und schon gar nicht mit dem. Wenn das jetzt Revano gesagt hätte, wenn ich den treffen würde, würde ich sogar mit dem Team machen. Weil er ist
Oh ja, einer der Dingsbums. Ey, Alter, ey. Habe gehört, dass du jetzt das nächste große Ding hier bist. Wir haben hier eine Menge tolle Talente. Ich würde wetten, dass einige von ihnen besser sind als du. Meinst du, du kannst mir einen Kampf liefern, der besser ist als der Rest? Meinst du, du kannst mir einen Kampf liefern? Ja, ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich bin schon der Beste hier, sagt wer. Das passiert alles nur in deinem Kopf. Nee, ich will ja, wie gesagt, das Böse freischalten. Erstmal, dass ich hinterrücks wenigstens ja irgendwelche Leute angreifen kann, wo ich Bock drauf habe. Und deswegen muss ich was Böses tun. Türe öffnen. Ja, wen haben wir denn hier drin? Wieder mal niemanden. Aber es wäre geil, wenn du hier noch so ein bisschen trainieren könntest und so ein Zeug. Achso, und ein Attributpunkt hatte ich noch gehabt. Den habe ich noch verteilt auf Technik. Genau, das habe ich alles jetzt im Off gemacht, weil es schon die Moves-Verteilung, die haben ziemlich lange gedauert. So, wen haben wir denn hier? Den Mac Rastaman. Ich bin hier, um ein paar Ärsche zu tun. Warum bist du hier? Willst du den Eindruck hinterlassen? Willst du diese Leute hier begeistern? Himmel, dann fang auch an, sie zu beeindrucken. Schön. Aber nö. So, wen haben wir denn hier? Niemand, also die Räume, die sind immer ganz rar besetzt, muss ich sagen. Hier, die Kleidersammlerin. Da wollen wir jetzt nicht hin. Und ich würde gerne im Team nicht mit ihm kämpfen. Der andere möchte, dass ich ein geiles Match abliefer. Die zwei Optionen bleiben mir jetzt. Also wenn, dann entscheide ich mich natürlich fürs geile Match abliefern. Aber ich guck mal, was noch so hier zu bieten gibt. Was noch hier zu bieten gibt. Ich glaube, der Satz war jetzt ein bisschen wrong. So, wen haben wir denn hier im Lockerroom? Ah, guck mal, ein Madel. Jo, kreatiere miteinander. Schau, ich könnte bei meinem Match heute Abend etwas Rückendeckung gebrauchen. Ich kann doch nicht eine Frau angreifen. Oh, das wäre was. Achso, als Manager oder was? Kannst du mich heute Abend bei meinem Match begleiten? Ich bin heute Abend dein Manager. Tut mir leid, ich muss den Abend selbst kämpfen. Ich habe einen Abend ein wichtiges Match, ich muss mich konzentrieren. Verstehe. Okay. Was zum Geier ist das für eine? Oh, wen haben wir denn da? Da ist hier die komische Wie heißt sie denn überhaupt? Asuka, aha. Ist es nicht super, der Champ zu sein? Der Champ? Offenbar sind wir hier beide Champions. Wie wäre es, wenn ich dich bei einem Match heute Abend begleite? Hört sich nach einem Plan an. Nein, danke. Ich kämpfe lieber alleine. Spielverderber. Andererseits klingt das ganz cool, ne? Erstmal mit dem hier reden. Zack. Das sieht aus wie John Cena Mini-Format, der Typ. Mann, bei dieser Show sind echt alle vertreten. Die Show heute Abend ist ein großes Ding. Ich habe auch ein großes Ding. Das habe ich gerade nicht gesagt. Okay, wir gucken mal ganz kurz an die Matchcard. An der Catchmart. No way, Jones. Also ich entscheide mich dafür. Leider. Also hier, die möchte mein Manager sein. Hier soll ich der ihr Manager sein. Alles Publikumsliebling links. Und hier hinten, der möchte gerne ein Take-Team mit mir bilden. Und dann einer hier, wo ich ein geiles Match abliefern soll. Jetzt bin ich doch wieder beliebt, oder was? Also mich macht das jetzt irgendwie gerade ein bisschen fertig, weil ich jetzt gerade nicht so richtig weiß, was ich jetzt bin. Aber ich würde ja gerne darauf hinarbeiten. Na gut, wir spielen jetzt einfach mal das Spiel mit. Ich würde sagen,
Ich würde sagen, wir nehmen das Match. Ich will jetzt hier kein Take-Team-Partner und schon gar nicht so eine Pflaume hier. Ich würde sagen, ich nehme das Match. Obwohl mir der Champion ist da in Ring, als die als Manager. Ah, nee. Will ich eigentlich gar nicht. Oder ich als Manager will ich eigentlich auch nicht. Habe gehört, dass du jetzt das nächste große Ding hier bist. Wir haben ja eine Menge tolle Talente. Ich würde wetten, dass einige von ihnen besser sind als du. Meinst du, du kannst mir einen Kampf lieber, der besser ist als der Rest? Ich werde dir beweisen, dass NXT, dass der NXT-Ring mir gehört. Das hier ist jetzt mein Revier. Schau zu und lerne. Hey, auf mit dem Gerede und zeig's mir. Zeig mir, was du drauf hast. Erziele eine Matchbewertung von 4 Sternen. Ja, muss ein bisschen länger kämpfen. Macht nichts. So, ach, ich bin so klein, ey. Naja, macht nichts. Okay. Na dann. Werden wir ein fettes Match abliefern. Abliefern. Krieg mal hin. Glaub mir, krieg mal hin. Ach, ist das schön, wenn man nicht auf die Zeit achten muss. Das ist schon was Tolles. Guten Tag, Baron. Oder Baron. So. Was hat er denn zu melden? Das lasse ich mir nicht nehmen. Was? Höchste Zeit, dass ich noch einmal auf unsere Erfolge zurückblicke, bevor ich nach vorne schaue. Das sagt immer dasselbe. Ziele eine Matchbewertung von 4 Sternen. Okay, liebe Freunde. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Match. Und schauen mal, gegen wen wir hier antreten müssen. Und zwar ist unser Gegner, es ist bestimmt der, der uns drauf angesprochen hat, NXT. Mal alle hier. Also irgendwie, das Publikum ist echt nochmal eine Überarbeitung wert, muss ich sagen. Obwohl seit früher diese komischen Pappmaché-Dinger, muss ich schon sagen, ist schon geiler. Ja, den soll er vorhin, genau. Der möchte jetzt gerne ein gutes Match geliefert haben. Wir zeigen jetzt natürlich erstmal da, wo der Hammer hängt. Ja, wir haben ja natürlich in den letzten Parts gemerkt, dass ich mal lieber nicht so die große Fresse haben soll. Aber ich muss sagen, ich bereue es ein wenig, das Match schnell gestartet zu haben, was ich da verloren hatte. Ich denke mir mal, wir müssen jetzt einfach mal mit einer Niederlage leben, wenn wir, wenn wir eine Niederlage haben. Mein Gott. So, los geht's. Ich laber schon wieder viel zu viel. Mein Mann. Oh ja, Highlights muss ich diesmal speichern, dass ich vielleicht dann irgendwann ein Video basteln kann, ein Entrance-Video. Making his way to the ring from Dresden, Germany, weighing in at 244 pounds, the NXT champion, Oxley. Get ready, guys. Big time singles match is coming up here. I can assure you, these two superstars have been waiting all day to get their hands on each other. Well, to say he looks ready to get this match started would certainly be understating his eagerness right now. Yeah, the opening bell can't come soon enough for him, Cole. And I must say, I absolutely love seeing so much enthusiasm from him. Immer wieder schön. Und da ist unser Gegner. 4 Punkte. Ja, das heißt, so schnell können wir das Match nicht beenden, wenn wir die 4 Punkte, 4 Sterne Wertung haben wollen. Systematisch abarbeiten, den kleinen, den großen kleinen. Sawyer Fulton.
Sawyer Fulton is about as scary as they come, ladies and gentlemen. I'm willing to bet this guy gives plenty of superstars nightmares, Michael. Would you agree, Corey, that this match will be anything but easy for him? This is the WWE, Cole. There's no such thing as easy matches here. You know that. Also ich muss ja sagen, dass dieses NXT hier irgendwie das Feeling von damals EZW hat, kann das sein? Also von EZW? Weil das irgendwie so ein bisschen... Ja, irgendwie... Naja. Deswegen mögen wahrscheinlich NXT so viele, weil das ein bisschen publikumsnäher ist, sagen wir mal so. Nicht so... Ich weiß es nicht. Aber versteht, was ich meine, denke ich mal. Na toll, mit dem Gesicht soll ich eine 4-Sterne-Wertung machen. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hingebogen. Dass da 4 Sterne rauskommen. So, Freunde. Zeigen wir mal, was wir für ein Champion sind gegen den Roboter. Singles action is underway, and in this one I wouldn't attempt to predict what's going to happen. I'd just be ready for anything. Ja. Sometimes that's all you can do. And I can't help but get the feeling that this is going to be one of those matches people will be talking about for a long time to come. And it's worth noting that we are just a few miles from the WWE Performance Center, which means there are plenty of WWE hopefuls in the back studying this one. Klein. Warum sind wir denn so langsam? Ja. That move at this juncture of the match makes the intention unmistakable to belittle. Haben wir denn eigentlich hier von He's not going to like this. Komm da mal her, ja. That one fails to connect. Great idea by him. Okay. Too bad it was awfully executed though. Google mal. We all know that's just a sample of what he can do. Na, es gibt manche Aktionen, die tue ich absichtlich nicht konter, ne? Das möchte ich nochmal dazu sagen. Deswegen steht er auch nie zu spät oder zu früh. Weil manche Aktionen, wenn man die kontert, dann eben viel zu schnell gegengekontert werden. Und deswegen lasse ich die lieber gleich bleiben. Weil man hat ja bloß eine geringe Anzahl an Kontern. So, sind wir wieder da. Man sei wieder da. Bam. Boah, jetzt steht er wieder auf. Naja, könnte man vielleicht jetzt landen, das Ding. Naja. Geht besser. Aber okay. Komm mal hoch. This is exactly how he drew this one up. Okay. Das war eine Standardattacke, die habe ich nicht reingehauen. Ich habe wirklich nur Signator umgewandelt und Oh, and he's still down, Byron. Things definitely aren't looking very good for him right now. He's starting to stumble. Ich fand unseren Finisher ein bisschen öde. I fully expect him to bounce back though. This is the type of one-on-one atmosphere where he thrives. And he slams him down. Naja. Ach komm. Look at him catch him off guard. Yeah, I don't believe that he didn't win this match right there. Das ist doch, war doch jetzt Schwachsinn, oder? Das war doch jetzt totaler Schwachsinn. Well, excuse me. Yeah. How's that for ferocious? It's like someone hit the repeat button for this move. Ah, ich finde aber unser Design ist uns gut gelungen. Mit dem Clown und Onkel und die Farben, ganz geil. Kann man schon so lassen. Upsala, jetzt habe ich ein bisschen gedalt. Upsala, jetzt habe ich ein bisschen gedalt. Oh, 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 oh. Hoffentlich geht mir jetzt nicht zu sehr auf die Fresse. Zu spät, was ist das denn? Genau gedrückt. Ja, nun legen wir wieder rum und sind völlig geoutknockt. Nee, jetzt keine Aufgabe griff, komm, bitte. Battling to get the upper hand. Whoa, he works his way out.
A bit of a Houdini job right there. Ain't no stopping him now. Oh, wir können schon. He's playing with him now. Back. Diesen Finn-Dick-Segment habe ich nicht reingetan. He can end it here. Weil ich fand den cool. Oh ja, natürlich ein voller Tower. Ja, mit den Elbow Drops, das müssen wir noch üben. Das hat das Spiel noch nicht so ganz gerafft. Right now. Noch einen Stern brauchen wir. Hä? Was mache ich denn? Na komm. So, jetzt können wir mal was. Ich wollte gerade sagen, was hat er jetzt für nochmal? Na, na. Upsala. Und jetzt wäre aber nicht recht. Oh, jetzt hat er ja schon wieder. Fuck, der hat jetzt einen Finisher. Das ist nicht so gut. Das ist echt nicht so gut. This is some great offense by Sawyer Fulton. This guy's a machine. Also aufpassen. He gets him with a reversal. That's perfectly placed. And how you land the big strike. Oh, machen wir denn jetzt? Hä? Ich hab. Okay, cool. Not where he wants to be Bam. Right now. Yeah, you're not gonna win many matches when you're down. Merkt ihr, ich werde ausgebuht. Das ist nicht schön. Das ist kein schönes Gefühl. So, komm mal her. Och, das ist wieder zu groß. Ich glaube es gerade nicht. Bong. Na super. And Byron, he's still down after that one. Yeah, that did some big time damage, Michael. Ja, komm mal jetzt keinen Scheiß mit mir, ich will jetzt ausgezählt werden. Weil das war ja Schwachsinn. Mal ehrlich. Ach gut, alles klar. So kann man es machen. Das bin ich dabei. Oh, jetzt gibt's Finisher. Fuck, 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 fuck. Counter here. No, there's the reversal. Ja, ich hab gekontert. Zack. Puh, so, jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen, jetzt noch den Scheiß. Drei viertelsten Stern oder halben Stern dann noch aufzufüllen. Und was? Was zum Geier war das denn? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ey. Er ist einfach so ein kurzer Springer. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der steht genau vor mir. Mann, 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 Mann. Drama, baby, drama. No, he's taking one heck of a beating, Michael. Ja, bis jetzt aber ganz gutes Match. Jetzt bin ich wieder am Start. Bam. His dropkick finds the mark. Ein Tripkack. So, dürfen wir jetzt mal hier sowas machen? He's looking incredibly fatigued right now. There's a good chance he can't recover. So, den Stern, den füllen wir uns jetzt damit noch auf, und zwar damit. But you know what? So is his opposition. This is about as close as it gets. We're gonna take another look at this. I can watch this move over and over. So, na gucken wir mal, was er dazu zu sagen hat. Rope break, pass auf. One, two. Wir haben's. Oh, war doch eigentlich ein ganz gutes Match, muss ich sagen. Hin und her. Schön. Ich muss auf jeden Fall noch die Einzugsmelodie und sowas ändern, aber war ganz cool bis jetzt. Und das war's. Here is your winner, Osprey. Talk about having to dig down deep to pick up the win.
Wow, when you pick up a pinfall victory over somebody like that, you've done something right. You've got an anime. Können die jetzt eigentlich? Obwohl, ich lasse es lieber. Machen wir beim nächsten Match. Achso, Highlights. Genau, wir gucken mal. Gucken mal, was wir für geile Highlights haben. Und zwar, ne, das ist Quatsch. Pock. Das können wir uns jetzt hier speichern. Video erstellen. 1. Würde ich sagen. Weil ich will ja eigentlich von den... Das ist langweilig. Also das heißt langweilig, aber das passt jetzt gerade nicht in mein Video, was ich vorhab. Das ist Sackwack. Das ist Sackquatsch. Ein Finisher, den könnten wir noch mit reinzaubern dann später. Aber warum denn so oft? Hä? Oh, guck mal, was hat denn der? Hä? Was war das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Hä? Ein Schmetterling? Hm. Hä? Alter, was ist denn das? Dragon. Dragon Onkel. Here is your winner. Halt die Schnauze. Oxley. Verstehst du? Oxley. Ja, aber den Finisher würde ich schon gerne mit. Aber warum ist denn da zweimal drin? Hm. Das machen wir. Ach, ich brauche das ja immer weglöschen, ne? Zwei? Was ist denn da noch für Replays? Das ist. Das Sieg. Here is your winner, Oxley! Ja, und davon gucke ich mal, dass ich das. Aber das werde ich auch im Off machen, so ein Eintrittsvideo machen. Weil ich denke mir mal, das wird lange dauern. Oder wollt ihr es sehen? Pass auf, ich mache das jetzt mal so. Die Videos, die werden sowieso veröffentlicht. Schreibt in die Kommentare, ob ich das Video machen soll. Ob ich das Video im Off machen soll. Oder ob wir das zusammen machen. Nee, das will ich nicht. Achso, das ist nochmal der Eingänge. Ist das jetzt nur sein Eingang? Nö, aber das ist ganz cool. Würde ich gerne mit speichern. Ich würde alles weglöschen. So, jetzt haben wir wenigstens ein paar Replays und dann können wir vielleicht was zusammenschnibbeln für unser Eintrittsvideo. WWE 2K18. Ja, bis jetzt muss ich sagen, ist dieser Singleplayer-Modus, also dieser mein Karrieremodus, mein Spielermodus, wie auch immer der sich schimpft, ganz cool. Echt. Echt cool. Schala. Und ich finde es echt immer in der, wenn man so die Foren durchliest von WWE 2K18, von WWE 2K-Spielen-Dings, dass jeder immer, oder dass viele meckern, dass es keinen Showcase-Modus gibt. Ich finde den Showcase-Modus so ganz cool, muss ich sagen, ne? Der immer so ist, aber, warte mal, jetzt quatscht doch wieder. Gefällt mir, was du heute Abend geleistet hast. Zeig davon nächste Woche ruhig mehr. Yay, hab ich geschafft, ne? Hab ich geschafft. Super. Du hast Publikumsliebling Level 2 freigeschaltet. Scheiße. Na egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich fand den Showcase damals ziemlich cool, die immer so drin waren. Also Showcase war ja immer beim WWE-Spielen, da hat man eine Story von einem bestimmten Superstar gespielt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sowas viel cooler, so eine eigene Geschichte, als die Geschichte nachzuspielen. Weil die Geschichten kennt man ja schon. Ne? Und ich freue mich schon so... Naja, dich heute Abend noch hinterher. Und man kennt ja die Geschichten schon. Und hier kann man wenigstens seine Geschichte frei entwickeln lassen. Und das finde ich viel cooler als den blöden Showcase-Modus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ich meine, es ist alles steif, auf Deutsch gesagt. Es hat seine Story. Und du musst genau das machen, was ist, sonst schaffst du es nicht. Und hier kannst du einfach machen, was du willst. Und das finde ich schon echt viel cooler als diesen Showcase-Modus. So, Triple H war wieder. Macht er wieder Two Words vorher. Wenn du mich nicht meine Geschäfte erledigen lässt, lernst du eine Seite von mir kennen, die dir nicht gefallen wird. Ja, nee, lass mal die Hose an, bitte. So, oh, was war das? Was zum Geier war das? Können wir das nochmal sehen, bitte?
Okay, wir haben gerade in Triple H's Kopf reingeguckt. Sah ziemlich leer aus. So, gucken wir mal weiter. Genau. Bleib doch mal stehen. Okay, haben wir noch hinten welche? Wir gucken erstmal hier rum. Es wäre cool, wenn der Rivano irgendwo wäre. Aber ich weiß ja nicht, wie weit er schon gespielt hat. Ja, also, es kann ja sein, dass er gleich wieder aufgegeben hat. Eine Stunde gespielt und sowas. Reicht natürlich nicht. Dann muss ich schon ein bisschen mehr spielen. So, was sagst du, ja? Oh, na, guck, wie geht's dir? Du wirst einfach immer besser. Die Superstars sollten beim anstehenden Pay-Per-View lieber auf der Hut sein. Mich eingeschlossen. Ich halte die Augen offen. Siehst du, wie offen meine Augen sind? Was? Ich sehe gar nichts. Ich bin so cool, meine Augen sind zu. Deine Augen sind wirklich offen. Gruselig. Okay, da ist wieder niemand drin. So, und jetzt du, was hast du jetzt zu melden, ne? Hab jetzt das gemacht, was du wolltest. Ich bin hier, um ein paar Ärsche zu... in ein paar Ärsche zu... Ja, das nächste Mal dreh ich dir auch einen Arsch. So, haben wir hier noch jemanden drin? Huch. Ach, guck mal, hier ist ja ein T-Rex-Kopf. Was haben wir denn hier? Jetzt fange ich an, Bilder anzugucken. Ja, die haben wir schon gesehen. WrestleMania. WrestleMania. Ja, nö. Nicht. Mm-mm. Gut, Freunde. Dieser komische. Hä? Dieser komische Ringrichter, der ja immer hin und her läuft, den finde ich auch ziemlich ulkig. Der passt hier überhaupt nicht hin. Ah, jetzt haben wir uns Publikumsliebling doch wieder herangearbeitet. Das ist irgendwie. Aber wir sind ja jetzt Publikumslevel 2, ne? Das heißt. Publikumsliebling, wir können jetzt. Hiermit erhältst du Zugriff auf weitere Möglichkeiten, Einzüge noch besser anzupassen. Hiermit erhältst du Matchboni nach einer Promo. Du kannst außerdem jederzeit Promos halten, wenn gerade keine Geschichte läuft. Und hier, du kannst du Backstage einer anderen Superstar angreifen. Das will ich haben. Weil ich würde gerne ja irgendwann, ne? Ich meine, gut, wir sind jetzt doch. Ich dachte echt, dass wir Heel jetzt sind, aber dabei sind wir doch wahrscheinlich doch noch Babyface. Ich habe irgendwo gelesen, dass wir Heel sind. Und ja, dann würde ich sagen. Dann gehen wir doch unseren alten Weg weiter. Akem? Ich liebe Donuts. Na und? Ich liebe auch fettigen Käse. Vielleicht ist meine Ernährung nicht die gesündeste, dafür genieße ich bei jedem Event das kostenlose Catering. Das spart Geld und man kann essen, was immer man will. Wen interessiert es schon, wenn man etwas Gewicht zulegt? Das ist... ja, wenn du meinst... Aber guck mal, die Sachen hier, die sehen aus, als könnte man die benutzen. Ne? Das ist aber... Gut, dann haben wir noch ihn hier. Guten Tag, Konso. Alle fit? Ich wollte nur sagen, dass ich deine Arbeitseinstellung respektiere. Du arbeitest härter als die meisten deiner Mitstreiter. Und mich motiviert das, es dir gleich zu tun. Ja, werd mal groß. Dann schaffst du es vielleicht mit mir gleich zu ziehen, mein Freund. So, wen haben wir denn hier? Und die kommt bestimmt wieder mit Management. Management. Diese Branche kann extrem hart sein, wenn man auf sich alleine gestellt ist. Solltest du mal jemanden brauchen, zu dem du aufsiehst, dann nimm dir Stephanie McMahon als Vorbild. Sie hat die Intelligenz und Erfahrung, um in diesem Business Erfolg zu haben. Nö. Okay, da haben Männer jetzt gegrinst. Schön. So, dann wollen wir mal zum Parkplatz Werder gehen. Ja, und wie gesagt, jetzt können die Parts natürlich länger und deswegen, bereit zum Abflug, ich kann dir ein Auto vorfahren. Ja, und deswegen haben wir jetzt sogar 34 Minuten, ich habe mir jetzt einfach mal gesunde Zeit gelassen. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal das Auto holen und ich beende jetzt hier mit dem Part und wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin. Tschaußen. Ja, hol mir mein Auto. Danke, Mann. Tschüss. Ich krieg ein Auto.